Alles scheint im Moment irgendwie still zu stehen. Spürst du auch diese Energie der Stagnation? Und das ist eine der Energiequalitäten, die im Moment sehr, sehr aktiv ist. Dieses Gefühl von Stillstand oder vielleicht sogar Rückschritte ist etwas, was ganz, ganz viele Menschen spüren. Und vielleicht spürst du das auch im Moment. Falls ja, solltest du dir unbedingt diese neue New Spirit Podcast Folge dir anschauen. Danke, dass du da bist und danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, dich hier zu inspirieren und dich in deiner Transformation zu unterstützen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du da bist. Ich glaube, du hörst diesen Podcast, weil du spürst, dass du ein Shift Shaper bist. Und vielleicht hast du diesen Begriff vorher noch nie gehört. Ein Shift Shaper ist ein Mensch, der den globalen Shift, diese Transformation ganz bewusst mit begleitet und auch ein Stück weit mit beeinflusst. Und ich glaube, es ist eine deiner Aufgaben, diese Transformation, diesen Shift von einem alten Bewusstsein in ein neues Bewusstsein zu unterstützen. Und dafür möchte ich dir aus ganzem Herzen danken. Wenn du spürst, dass du hier bist, um etwas zu verändern, dann ist wahrscheinlich eine deiner größten Intentionen auch die, dass du dich selbst veränderst, oder? Vielleicht bist du auch jemand, der viele Bücher liest, viel meditiert, viel an sich arbeitet, phasenweise sehr viel an sich arbeitet, phasenweise zu wenig. Es kann sein, dass du aktuell das Gefühl hast, dass du irgendwie Rückschritte machst, dass du irgendwie auf der Stelle trabst. Und je mehr du auf der Stelle dich befindest, umso mehr grabst du dich irgendwie in diesen Sand hinein. Es ist fast so, als würde sich der Boden unter dir öffnen und es droht dich irgendwie zu verschlingen. Vielleicht bemerkst du aktuell auch sehr starke Zweifel in dir, Ängste, die dich immer mehr und mehr einnehmen, und du hast das Gefühl, je mehr du dich bemühst, deinen Weg zu gehen, umso mehr wirst du zurückgeworfen oder irgendetwas hält dich zurück. Willkommen im Club übrigens. Ich habe aktuell das Gefühl, dass ich irgendwie stillstehe. Und das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich nichts tue. Und es ist eine ganz intensive Zeit für mich. Jeffrey und ich arbeiten an vielen verschiedenen Projekten. Und ich habe meine täglichen Rituale. Ich arbeite an mir. Aber trotzdem ist da dieser Teil in mir, der irgendwie so angepisst ist oder blockiert ist und diese Transformationsenergie von außen nicht nach innen lässt. So, vielleicht spürst du exakt das Gleiche wie ich und vielleicht hast du auch das Gefühl, du kommst nicht wirklich an dich heran oder du bist nur dabei, an der Oberfläche zu arbeiten und die Themen sickern nicht tiefer in dich hinein. Glaub mir, es ist alles okay mit dir. Und dieser Stillstand ist nur ein vermeintlicher Stillstand. Es ist kein tatsächlicher Stillstand, denn du musst dir vorstellen, immer wenn wir auf bewusster Ebene das Gefühl haben, dass wir stillstehen, arbeitet unsere Seele dennoch weiter. Unsere Seele entwickelt sich immer im Unsichtbaren, immer im Unbekannten, immer in den Gebieten, die wir nicht richtig greifen und nicht verstehen können. Und genau das ist die Magie, das ist der Zauber deiner Spiritualität, dass du deinen spirituellen Fortschritt nicht messen kannst. Egal, wie viele Menschen da draußen vielleicht das Gegenteil behaupten würden, aber es gibt keinen Maßstab für deinen spirituellen Wachstum. Das heißt, bitte, bitte entspann dich. Bitte sei nicht so streng zu dir. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass du aktuell nicht vorwärts kommst, auf einer anderen Ebene, auf einer tieferen Ebene lernt und entwickelt sich gerade deine Seele weiter. Und ich weiß, die größte Hürde und Herausforderung in so einem Stillstand oder auch in einer Phase der Prokrastination ist, sich selbst nicht dafür zu verurteilen, oder? Und vor allem sich auch nicht zu vergleichen, denn das ist etwas, was ganz häufig passiert, dass wir uns umsehen und wir denken uns, ah, die anderen, die sind viel besser, die sind viel weiter, viel entwickelter wie ich, warum ich nicht? Und das sind genau die falschen Fragen. Diese Fragen halten dich in einer alten Realität fest und sie hindern dich daran, dich für Veränderung bewusst zu öffnen. Könnte es sein, dass du sogar manchmal ein klein wenig Gefallen daran findest, dich zu vergleichen und auch mal nicht gut genug zu fühlen? Weil
diese Gefühle und diese Selbstgespräche, sie lähmen uns, sie hindern uns, den nächsten Schritt zu gehen. Sie halten uns davon ab, uns zu zeigen und unsere Macht und unsere Kraft bewusst einzusetzen. So, es könnte manchmal sogar bequem sein, dass wir uns einreden, dass wir noch nicht gut genug sind. Und das ist so ein Stück weit der versteckte Nutzen hinter diesen Gedanken. In den vergangenen Jahren habe ich für mich wirklich herausgefunden, dass viele Probleme, die ich in meinem Leben behalten wollte, Probleme waren, die mir extrem viel auch irgendwie gegeben haben. Und ich weiß, das triggert uns und wir wollen da meistens nicht hinblicken. Aber es kann sein, dass diese Selbstvorwürfe, die auch irgendwo etwas geben. Vielleicht aktivieren sie dich auf einer gewissen Ebene, aber sie halten dich definitiv von deinem Erfolg ab. Das heißt, ändere deine Selbstgespräche und versuch dich noch mehr auf das zu fokussieren, was du an dir wertschätzt, was du an dir liebst, wofür du dankbar bist. Und ich bin mir 100% sicher, dass du jeden Tag Erfolgserlebnisse hast, aber du siehst sie nicht, weil du dir denkst, ach, das ist sowas Kleines, das ist sowas Banales. Und egal wie klein oder wie groß dein Fortschritt ist, du solltest jeden Fortschritt feiern. Du solltest dich über jeden Fortschritt freuen. Und es müssen wirklich keine großen Dinge sein. Aber ich habe es mir wirklich zur Gewohnheit gemacht, dass ich mir jeden Tag Erfolgserlebnisse schenke. Dass ich jeden Tag durch etwas durchbrenne, wovon ich dachte, ich kann das nicht. Falls du aktuell das Gefühl hast, dass du auch Dinge vor dir wegschiebst, die eigentlich sehr, sehr lange Zeit schon auf dich warten und eigentlich nur darauf warten, dass du sie absolvierst, dann möchte ich dich bitten, auch an dieser Stelle nicht so streng zu dir selbst zu sein. Denn aktuell ist es wirklich so, dass die Energien da draußen es nicht unbedingt begünstigen, dass wir sehr proaktiv und sehr kraftvoll nach außen gehen und unsere Projekte wirklich durchziehen. Die Energie dort draußen unterstützt das nicht. Und das kann so ein bisschen ein befreiender Gedanke sein und vor allem kann es auch das Fundament deiner Selbstvorwürfe etwas reduzieren, weil es ist tatsächlich so, dass alles da draußen uns so ein Stück weit runterfährt, damit wir Luft holen können für die nächste Runde des Shifts. Es ist ein befreiender Gedanke, oder? Es ist ein erleichternder Gedanke. Das heißt, im Moment geht es wirklich darum, dass du es sacken lässt, dass du die Energie sich absetzen lässt, damit du Luft holen kannst für deinen nächsten besten Schritt in deinem Leben. Also, egal wie sehr du das Gefühl hast, dass du im Stillstand bist, egal wie sehr du das Gefühl hast, dass du gerade im Moment nicht weiterkommst, glaub mir, es wird alles irgendwo Sinn ergeben. Verabschiede dich von diesem Schmerz, jemand anderes sein zu wollen, von dem Schmerz, irgendwo anders sein zu wollen und akzeptiere, dass der Ort, an dem du dich jetzt gerade befindest, der einzige Ort für dich ist. Ohne Bewertung, ohne Verurteilung. Liebe diesen aktuellen Zustand und er wird sich verändern. Und du wirst immer mehr und mehr von all den Dingen loslassen, die dich klein machen und die deine Energie runterschrauben. Und du wirst Freude entwickeln an dem Gefühl von Stillstand, weil du weißt, dass es Stillstand eigentlich nie geben kann. Denn deine Seele lernt immer weiter. Danke, dass du da warst. Bis bald. Tschüss.